Zufallszahlen und Vergleichsoperatoren. Das Programm Gefährlicher Moonwalk. Wir beginnen bei unserem neuen Projekt mit einem Blick auf das fertige Programm, da wir so einen besseren Blick darauf haben, was das fertige Programm schließlich leisten soll. Wir haben in der Bühne die Figur Terra, die wir mit den Pfeiltasten rechts, aber auch nach links zum Ausweichen, zum Raumschiff steuern, ohne dabei von den Blitzen berührt zu werden. Die Blitze bewegen sich permanent von oben nach unten, wobei die X-Koordinate bei den fünf Blitzen jeweils fix zugewiesen wird und die Y-Startkoordinate per Zufallszahl ermittelt wird. Wenn unsere Spielfigur Terra einen Blitz berührt, ertönt ein Klang und der Blitz denkt Game Over. Überschreitet Terra eine bestimmte X-Position, hier ca. 25, sagt das Raumschiff, du bist bald da. Gelangt Terra zum Raumschiff bzw. zu einer X-Position unmittelbar vor dem Raumschiff, wechselt Terra das Kostüm, jubelt und sagt, geschafft. Wie sieht das Scheitern aus?